Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt in der Filmgeschichte ganz viele bekannte Schreie, vom klassischen bis hin natürlich zu dem Wilhelm Scream haben wir einiges gehört, was auch Leute wie Jamie Lee Curtis, Linnea Quigley und wie die ganzen anderen Scream Queens so heißen, um unsere Ohren gebrüllt haben zur hohen Zeit des Slasher- und Horrorfilms. Aber eines habe ich bislang tatsächlich noch nie gehört und das ist ein Schrei des gelben Adlers. Natürlich, nachdem man bei den damaligen Eastern-Betitelungen einfach mehr oder weniger immer irgendwelche Wortkreationen aus einem Hut offensichtlich gezaubert hat, gibt's natürlich dann auch noch den Schrei des gelben Tigers und so weiter. Aber dieser Film ist hier tatsächlich ein relativ seltener Eastern, der damals im über den Verleih Avis Apollo in der deutschen Kinofassung nur in einer auf 82 Minuten runtergeschnittenen Fassung gelaufen ist, wobei dann allerdings leider auch auf Videokassette über die Gloria Video nur eine gekürzte Fassung von dem Film veröffentlicht wurde. Der Film hat zwar nicht wahnsinnig viele explizite Gewaltdarstellungen, weswegen eben in erster Linie Handlung, Dialoge und ein bisschen harmlose Action fehlen laut dem OFDB-Eintrag, aber trotzdem hat es dann Ewigkeiten gedauert. Der Film hat niemals einen offiziellen deutschen DVD-Release bekommen und lief beispielsweise in Hongkong ist eine DVD erschienen, bei der es dann allerdings während dem Endkampf zwischen Ku Feng und Alexander Fu Sheng zu einem 1 Minuten langen Schnitt, warum auch immer, gekommen ist. Eine Szene, die hier fehlt, die sogar auf der alten deutschen VHS-Kassette von Gloria noch enthalten war. Das ist dieselbe Fassung, die eben zum Beispiel dann auch in Frankreich auf DVD erschienen ist. Aber im Juni 2023 gab es jetzt dann endlich einen deutschen Release von Filmart als Blu-ray. Und da hat man sich übrigens auf die klassische Celestial-Schnittfassung verlassen, die nämlich eben auch Pate stand für den Release in Hongkong bzw. Frankreich, hat allerdings definitiv die einminütige Kampfsequenz, die dann eben fehlt, von einer deutschen 35mm Kopie offensichtlich restauriert und in den Film eingefügt, sodass der Film hier tatsächlich in seiner, ich sage mal unter Anführungszeichen, ungeschnittenen Fassung vorliegt. Ja, Celestial neigt ja eben dazu, bei ihren Restaurationen dann immer wieder Framecuts durchzuführen, um beschädigtes Material aus dem Film zu entfernen. Da gibt's eben einige Sequenzen, wie beispielsweise was bei schnittberichte.com geschrieben wurde, wie eine 9 Sekunden lange Reitsequenz oder so, die hier nicht von einem anderen Master eingefügt wurden, wobei natürlich der ein oder andere Purist in dem Fall schreien kann, nein, das ist nicht vollständig. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, dass der damit einhergehende Bildwechsel wahrscheinlich die mehr stören würde als die Tatsache, dass man jemand anderen nicht 9 Sekunden lang reiten sieht. Füge beliebigen Witz über eine alte deutsche Kinofassung von Black Emmanuel an dieser Stelle ein. Ich persönlich bin hier auf jeden Fall sehr, sehr happy mit dem, was hier gemacht wurde, so wie ich das natürlich eben von der Shaw Brothers Collection von Filmart gewohnt bin. Auf der anderen Seite gibt es übrigens dann auch hier neben der ungeschnittenen Fassung, die eben jetzt hier, wie auch hinten drauf steht, als Weltpremiere vorliegt, noch die alte deutsche Kinofassung, die ebenfalls in HD ist, die eben auf Basis von demselben ungekürzten, der Anführungszeichen, Master heruntergekürzt wurde, wo diese 1 Minute natürlich dann auch wieder drinnen ist, aber eben die damals geschnittenen Handlungs- und so weiter Sequenzen aus dem Film wieder rausgenommen wurden. Das ist, finde ich, ein absolut wunderbares Rundum-Sorglos-Paket und einer der wahrscheinlich beliebtesten und für viele Leute interessantesten Releases aus dieser Shaw Brothers Collection, weil Filmart eben bereits bekannt gegeben hat, dass der Vorrat an diesen Blu-rays jetzt mittlerweile bereits zur Neige geht. Wir haben natürlich eben auch hier wieder ein alternatives Wendecover. Also falls ihr diesen Film in dieser Edition in eure Sammlung aufnehmen wollt, würde ich euch wirklich raten, euch da jetzt nicht wahnsinnig lange mit eurem Glück zu spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben auch die letzten Kopien, die noch auf Lager bei den verschiedenen Händlern sind, irgendwann einmal aufgebraucht sind, auch bald einmal passieren kann.
sehr schön, finde ich auch, wie hier die Disc im Inneren genauso gestaltet ist, natürlich, wie es das bei den anderen Releases aus der Reihe ist. Persönlich bin ich auch ein absolut riesiger Fan von diesem güldenen Keepcase. Das sieht, finde ich, extrem edel und extrem wunderschön aus. Und dazu gibt es auch in diesem Fall wieder ein Booklet, wo wir in dem Fall hier zum Beispiel den alten deutschen Fotoaushangsatz sehen, beziehungsweise einige wirklich geniale Bilder. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt über den Film. Eben, wie gesagt, leider damals noch nicht am Leben gewesen, wie diese Filme im Kino gelaufen sind, und auch die Videozeit ging an mir vorbei, weswegen das jetzt hier die erste Chance für mich ist, diesen Film zu sehen. Und ich werde sie definitiv beim Schopf packen und freue mich schon drauf, den Schrei des gelben Zocki in diesem Fall loszulassen, während diese Blu-ray in meinen Player wandert.